Katzen. Hallo YouTube, wir gehen jetzt runter in die gruselige Höhle und suchen gruselige Sachen. Hallo, ich bin V.I. Perida. Zusammen mit Flauschhase sind wir die Rabenreporter der vergessenen Welt. Oh, Alter! Hilf mir, hier, nimm die Kamera! Lauf, lauf! Film mich noch und dann lauf! Geh ohne mich! Oh, oh, was ist das? Eine Bombe? Ach du Heiliger, was ist denn hier los? Geht's dir gut? Oh mein Gott, bist du tot? Ah! Okay, Content Warning. Fortsetzen. Helligkeit. Mal pauschal ein bisschen höher. Spiele mit Freunden. Machst du, mach ich. Optionen. Warte mal. Ich warte mal. Also im Twitch hackst du nicht ab, aber im Discord hackst du ab und zu ab. Du jetzt gerade auch. Als wärst du sehr merkwürdig. Ich hoffe, der PC friert nicht gleich ein oder so. Meine? Oh, ja. Guck ich schon wieder böse? Ich weiß nicht. Ich muss zwischendurch mal... Okay. Ich muss ab und zu mal über meine Kamera wischen, weil da Staub drauf ist und dann erkennt die mich nicht. Okay, warte, ich wische mal. So, schauen wir mal, ob es besser wird. Wow, dein Hase hatte Zuckungen. Ja. Da, dann. Warte, ich hoste mal, ja? Okay. Und lade dich ein. Invite to game. Warum geht das jetzt im Discord auf? Warum muss ich jetzt Fragen beantworten? Do you want announcement pings? How about from people? Was? Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Du hast das... Hä? Möchte ich Pings haben? Ping mir für Announcement? Nee, möchte ich nicht. Überspringen. Du hast mich zum Content Warning Server eingeladen? Ich möchte da nicht hin. Nee, ich möchte da nicht hin. Spiel starten. Okay, jetzt. Ah! Jetzt. Warum auch immer. Kommst du rein? Rein? Ja. Echo, Echo, Echo. Warte. So. Ich habe mich im Discord auch gemutet. Sie. Bist du sicher? Ja. So. Ich kann springen. Yeah. Ja. Nieha. Ja, ich bin Türkis. Okay. Wie geht das? Davor Ach stehen so. Und E drücken. Interagieren. Du hast welche Farbe? Ich habe Türkis genommen. Okay, nehm ich Pink. Man kann doch auch irgendwie Gesicht eintippen. Oh. Ah, okay. Wie hast du das denn gemacht? Ich tippe einfach. Oha! Wird einem so ein bisschen schlecht, aber ich kann springen. Ich
habe eine Entenschnute. Ja. Und ich habe ein Kotzgesicht. Nächster Schritt. Verlasse das Haus. Ja. Kann man dieses Headbobbing ausschalten? Nein, dann rund. Alte Welt. Was ist mit alte Welt? Der Plan. Leute, ich muss jetzt gucken, ob man hier irgendwo zu Selfie-Modus wechseln. R. Nee, geht wohl irgendwie nicht. Aber ich habe es, glaube ich, ein bisschen sehr hell. Helligkeit. Hast du ein Messer in der Hand gehabt gerade? Nee. Okay, sah so aus. Der Plan. Runter in die alte Welt. Zweitens, etwas gruseliges Film. Drittens, das auf Spooktube hochladen. Viertens, berühmt werden. Yay! Yay! Und ich glaube, man kann sich das dann hier angucken, wenn man fertig ist. Mega. Na dann? Okay. Runter in die alte Welt. Bist du sicher, dass du loslegen willst? Du kannst keine Freunde anladen, nachdem das Spiel begonnen hat. Wir haben keine Freunde. Ja, wir sind ganz allein ohne Kamera. Willst du die Kamera? Oder willst du eine Taschenlampe? Ich nehme die Kamera. Okay. Ich du bist viel fotogener. Ich spoiler dich mal. Du hast nur so und so viele Sekunden, die du aufnehmen kannst. Das müsstest du irgendwo in dem Display sehen. Mhm. Das heißt, film nicht, schmeiß die Kamera nicht hin und film nicht uninteressante Sachen, sondern nur, wenn wirklich was kommt oder du ein Intro haben willst oder so. Was ist das? Ein Bildchen? Aber wofür? Ach, da können wir bestimmt hinter uploaden. Das könnte sein. Guck mal hier. Oh, Schild. Hier bestellt. Sieht aus wie diese neuartigen McDonalds-Dinger. Oh Gott. Ich war schon aber genau das gleiche Menü. Ich war seit Jahren nicht mehr bei McDonalds. Echt nicht? Da stehen jetzt überall genau diese, mit genau so einem Menü. Ungelogen. Kann man bei und McDonalds genau auch Taschenlampen holen, ja? Im Kindermenü bestellt. Und was du drückst ab nur noch auf die einzelnen Dinge und drückst auf Bestellen und unten steckst du deine Karte rein. Dann wirst du aufrufen, kannst du ab vorne. Okay. Das spart doch auch wieder Arbeitsplätze ein. Ja. Das ist aber nicht nett. Also, wo steht denn, wie viel Geld? Wir haben null wahrscheinlich. Fortschrittliche Taschenlampe Pro. Langer Lichtkegel. Gesundheit Gadgets. Klebegranate, Reportermikro, Galgenmikro, Radio, Schockstab, Klappbrett. Gesten. Ach, guck mal, da kann man dann so Peace-Zeichen in die Kamera halten und so. Okay. Wir haben ja eh noch kein Geld. Wo bist du? Giri? Ich höre dich nicht, wenn du so weit weg bist. Bist du schon hier? Sind noch nicht alle Taucher drin? Nein, bist du nicht. Piri, wo bist du? Piri? Ja! Wo warst du? Ich habe eine Hütte gefunden. Guck, siehst du eine Erste-Hilfe-Hütte? Ich glaube, da landet man, wenn man drauf geht. Oh. Du kannst drauf gehen. Besser als drunter. Guck mal, da ist eine Kamera. Da kann man Special Effects machen. Das ist Greenscreen. Oh! Siehst du das auch? Ja. Wollen wir ein Intro drehen? Weiß ich nicht. Soll ich versuchen? Nehmen wir das. Aber nur so ein paar Sekunden nur, ne? Wir brauchen noch für gruselige Sachen. Du schreist Action und drückst dann. Du sagst was, ja?
Ich sag was. Die Sendung in 3, 2, Action. Hallo YouTube, wir gehen jetzt runter in die gruselige Höhle und suchen gruselige Sachen. Das war spontan. 7% Speicher gefunden. Ja, du brichst zwischendurch so ein bisschen ab. Okay, gehen wir runter. Warte, ja. Nee, im Discord hast du dich doch gemutet. Brichst hier ab. Warte mal. Audio? Audio? Schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Okay. Hörst du mich immer noch? Ja, ich höre dich. Oh, ich habe jetzt das Telefon gewechselt. Jetzt hörst du dich aber auch an, als würdest du in dieser Kuppel stehen von Hall her. Du auch? Okay. Cool. Geht's los hier? Achso, hier. Ja, zwischendurch hakelt das. Das ist gruselig. Achso, hier. Wieso haben sich die Wände verändert? Was? Die Wände haben sich verändert. Achso. Wo ist deine... Achso, wo ist denn meine Taschenlampe? Komm ich nach hin? Ah, mit der 1, okay. Ich hab Licht. Okay. Es schallt immer kann noch, das oder? Kann sein, dass du... Ja, weil wir in der Höhle sind. Achso. Du hast es aber nicht als Fabrik ausgewählt mit dem Dingens, oder? Ich hab nichts ausgewählt. Ich bin einfach los. Ich muss dich in meinem Ohr mal ein bisschen leiser machen. Das ist ja... Echo, Höhle. Du schreist irgendwie, wenn du filmst oder so, dass man erkennt, dass du filmst. Ja, ich schreie dann immer ganz laut, ja. Wenn du das schreist, wird immer gefilmt in deinem Leben, ja? Was war das? Ich? Wo gehen wir lang? Nach unten? Oder dahin? Ich glaube, nach oben können wir nicht, oder? Nee. Aber wir könnten da reingehen. Oder? Da ist doch. Oder ist das wieder draußen? Ich glaube, das ist wieder draußen. Nee, es ist nicht draußen. Ja, doch. Doch, wir können, glaube ich, nach oben gehen. Hier, guck mal. Es gibt dann oben. Hast du das gehört? Irgendwas. Meine Taschenlampe ist ausgegangen. Ich habe keinen Akku mehr. Die Taschenlampe hat den Akku. Ja. Oh mein Gott, was passiert hier? Eine Taschenlampe ohne Akku. Ich glaub's ja nicht. Was war das? Ich hab wieder ausgemacht, weil ich nicht gefunden habe, was das für Geräusche waren. Was war es denn gerade mit diesem... Hörst du das? Ja. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung.
Hast du das? Nein! Ist hier noch irgendwas mit uns? Ich glaube ja. Ich glaube nicht nur eins. Ich glaube, wir haben Sauerstoff. Oh ja, wir haben Sauerstoff. Hast du das auch gehört? Jetzt gerade? Ja. Guck mal, da unten ist jemand. Oh. Da ganz hinten, verschwindet jetzt hinter der Wand. Habe ich kurz aufgenommen, ein Stück. Oh. Oh, schubst mich nicht. Lass ich nicht reinfallen. Oh Gott, das sagst du mir. Wer ist das? Was zum? Weiß ich nicht, ich nehm's auf. Oh. Wie viel Speicher hast du noch? 42 jetzt, ich hab's wieder ausgemacht. Wir könnten auch runtergehen? Genau, dass wir da ganz nah rangehen. Ich frage mich, ob wir Fallschaden haben. Willst du es ausprobieren? Ich springe hier auf dem Vordach. Mir geht's gut. Nichts passiert. Ich höre dich nicht mehr. Du bist so weit weg. Sind das 14? Ja? Wo bist du? Wo bist du? Hier. Hi. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich habe ihn aus dem Blickfeld verloren. Hier! In der Hütte. Ich würde ihn ja gerne anleuchten, aber... Hallo? Oh, wer sind Sie denn? Oh, Ein Schnecki ist das. Oh, er verfolgt mich. Gehen, oder? Okay, tschüss. Kommt der hier rein? Mach so. Willst du nicht noch filmen? Wirf die Kamera in die Videoverarbeitungsmaschine. Alles klar. Da ist so eine CD. Ja, komm, wir gucken zuständig. Wo ist meine Kamera? Weiß ich nicht. Bereit für Netflix? Ja. Hallo YouTube, wir gehen jetzt runter in die gruselige Höhle und suchen gruselige Sachen. Ich habe keinen Akku mehr, die Taschenlampe hat den Akku. Ja, da kommt noch Juli. Ja. Oh mein Gott, was passiert hier? In der Taschenlampe ohne Akku, ich glaub's ja nicht. Hinten verschwindet jetzt hinter der Wand. Wer ist das? Was zum? Weiß ich nicht, ich nehm's auf. Sind Sie denn? Oh.
Ein Schnecki ist das. So. Willst du nicht noch filmen? Durch! Ja, looks heavy. Werbeeinnahmen, 69 Dollar. Und wir haben noch, also jetzt gleich noch 2 Tage für 3000 Aufrufe. Ich speichere das mal. Wir müssen jetzt ins Bett gehen. Okay. Drehen wir die Tür auch zu? Nee, ne? Ich glaube, hier passiert nichts. Ja, gut. Kaufe Equipment. Nur noch 2 Tage. Sie. Wolltest du dich umziehen? Habe ich gerade überlegt, aber geht nicht. Nein. Ha. Na dann. Oh, die Kamera ist wieder da. Bist du diesmal? Ja. Mach sie nicht hier an. Ich habe nämlich hier schon damit rumgelaufen. Kaufe Equipment. So, wo steht denn? Wir haben vorhin 69 oder 6. Ach, da unten rechts. 69 Dollar haben wir bekommen. Was kaufen wir denn? Lampen? Gesundheit? Nö. Gadgets? Ja, da haben wir gar kaum Geld für Klebegranate. Wo bist denn du? Hier, ich habe noch eine 2. Taschenlampe eingesteckt. Ach ja, das hätte Sinn gemacht, ne? Hat die mir die einfach die Taschenlampe in die Hose geschoben hier? Ja, was hat das denn gemacht? Konfettikanone können wir kaufen. Ich kaufe eine Konfettikanone, ja? Ja. Kostet nur 5. Wir haben 69 Dollar. Wir können auch gehen. Boah, ist das teuer, die Gesten. Applaus. Nee, ist auch zu teuer. Applaus, Applaus. Also wir könnten eine Klebegranate holen, ein Reporter-Mikrofon. Reporter? Für den Schockstab. So viel Geld haben wir nicht. Ja, dann los, ab in die alte Welt. Nur mit der Konfettikanone oder willst du noch ein Reporter-Mikrofon haben, vielleicht, wenn ich dich filme? Ach komm, hier. Okay. Wo ist das jetzt? Ach, guck mal. Da kommt's. Da kommt Amazon. Nimmst du Konfetti auch? Okay. Hier, Konfetti? Oh Gottchen. Make things louder. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Okay, dann nehme ich Konfetti. Und was sagen Sie dazu? Wollen wir erst da drin filmen oder hier schon? Was, ich willst du wieder machen? Greenscreen? Greenscreen? Willst du eins aussuchen, ein Hintergrundbild? Ja. Ja. Wieso kommt denn einfach das bei dir? Warte. Du musst ja auch nah genug ran. Wie nehme ich auf? Mit der linken Maus oder? Ja. Okay, und... Also rechts kannst du ran. Rechts kann ich ran. So, okay, so sehe ich viel besser. Warte. Und Action. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist... Wir gehen in die Tiefe. Was werden wir finden? Bleiben Sie dran und schauen Sie nach. Ich habe einen kurz zu früh ausgemacht und direkt wieder an, weil ich dachte, du wärst fertig. Chaos-Video. Und du bist einmal kurz abgebrochen, aber stand vorhin auch beim Anfang nicht irgendwie Server halb voll oder sowas? Ja. Vielleicht deswegen. I'm so excited. Mit deinem Mikrofon. Ja, hallo,
ich bin VIP-Rida. Zusammen mit Flauschhase sind wir die Rabenreporter der vergessenen Welt. Oh cool, wir können auch schleichen. Das sieht behindert aus. Ich bin es. Wo habe ich meine Prozentanzeige? Von der Kamera? Was sehe ich denn? Ach so, da oben. 80% noch übrig. Hey, guck mal, da ist etwas. Da oben, der Stern vom Betelgeuse. Ist das ein Stern? Oh, wenn man normal läuft, ist es plötzlich laut. Ja. Nur bei dir. Ach, da wo wir vorhin waren, wir nicht hier irgendwie auch? Nee, da waren wir vorhin, waren wir in einem Gebäude. Warte, bleib mal stehen. Ha. Dachte, ich hätte irgendwas Komisches gehört. Go, Peri, go, Peri. Yeah, yeah. Vorsicht, Elektrizitätswarnung. Ja, man hört irgendwas. Also, wir können ja mal testen, was wir hören. Wir können testen, was wir hören. Ach, guck mal hier. Warte. Wenn wir um die Ecke gehen. Hinter jeder Ecke könnte etwas lauern. Ist da gerade eine Tür auf uns zugegangen? Gibt's die Türen? Was ist das hier? Was war das? Was gehört? Ja, als wenn irgendwas ausgegangen. Oh, hier ist eine Tür aufgegangen. Hier liegt jetzt was. Was war das? Das ist aufgehoben. Was ist das? Warte, guck mich mal an. Wir haben hier ein. Git, einen Helm, einen Schweinchenhelmkopf gefunden. Oh mein Gott, wie gruselig. Das heißt Corby. Wie heißt das? Was? Corby und Musikwechsel. Warum klingt das so gruselig? Hier ist irgendwas passiert. Oh, Alter! Hilf mir! Hilf mir! Hier, nimm die Kamera! Nein, wie kriege ich dich da raus? Nimm die Kamera und geh! Ich hab die Kamera irgendwo dahin geworfen. Weiß ich nicht. Hier steht jetzt eine 3. Hier vorne liegt sie. Hier. Da. Kommst du dran? Lauf. Lauf. Film mich noch und dann lauf. Geh ohne mich. Hier ist schon eine 2. Komm hier an die Taschenlampe dran. Ja. Was passiert denn hier mit mir? Oh, ich hab den Helm. Was kann der denn? Möp? Null? Ah. Was passiert mit mir?
Verpick ich mich? Was ist denn hier los? Irgendwie muss doch, entweder muss ich doch irgendwie drauf gehen können. Oder hier rauskommen. Was passiert hier? Hä? Hä? Oh no! Bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Ich lebe wieder. Krankenhausrechnung? $1 oder was ist das? Wo ist das Ding? Peri? Peri? Ich war im Krankenhaus. Es war so voll einblendend. Was war das? Hast du die Kamera gerettet? Ja. Gott sei Dank. Ich kam da nicht raus. Ich glaube, da waren so viele Schnecken plötzlich. Die habe ich nicht gesehen. Es hat nur komische Geräusche gemacht und ich konnte nichts tun. Und ich habe die Konfetti. Ich habe die Konfetti-Kanone vor der Granate verloren. Oh no. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist so, wir gehen in die Tiefe. Was werden wir finden? Schauen Sie nach. Zusammen mit Flauschhase sind wir die Ratenreporter der vergessenen Welt. Yeah. Ist da gerade eine Tür auf uns zugegangen? Ja, das ist Flauschhase. Dein Fluchtweg. Es tut mir so leid, Flausche. Ich weiß nicht, wie das, was da passiert ist. Oh Gott, da sind ganz viele Schnecken. Meine Ohren, Berina, ist so laut. $109. Wir haben jetzt aber nur noch einen Tag, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss das schaffen. Aber hey, wir haben 792 Aufrufe, mehr als beim letzten. Ja. Nur weil du mich zurückgelassen hast. Hier, die kann ich nicht nochmal durchscrollen irgendwie, ne? My ears, Perina, ist very loud. Und ich bin voll leise irgendwie. Da war das Mikrofon. Auch geil, damit mein Mikrofon auf meiner Höhe bleibt und nicht immer wieder hochgeht, habe ich ein Maßband da dran geklemmt. Aber nicht so, dass es, also wenn du es nicht anfasst, dann bleibt das so. Und jetzt letztens bin ich da irgendwie dran gekommen und es ist abgeflippt und in meinen Kaffee. Oh no. Ja, echt jetzt. Das war der maßangefertigte Kaffee? Ja. Heute ist der letzte Tag. So, das heißt, heute alle Requisiten und gib ihm. Ja. Du, Kamera? Gehst du wieder? Mir ist egal. Oh, du hast dein Mikrofon, ne? Nehme ich das. Ja. Was muss ich hin? Also. Ich kann eine zweite Taschenlampe geben, die hat noch 100 Akku. Ja. Gut, und dann kaufen wir noch irgendwas. Hast du noch Platz? Einen Platz hast du noch. Einen Platz habe ich noch. Ich kaufe Konfetti. Und die Klebegranate.
Wie viel Platz hast du noch? 2. Okay, dann kriegst du das. Ich bin auf die Kamera. So, ich habe Konfetti. Okay. Vielleicht können wir so einen Schnecken an meinem festkleben. Du kannst ihn mit Konfetti bewerfen. Okay, das ist ein Plan. Aber warte, dann nimm du mal die Taschenlampe und gib Dunkelheit und gib mir die Klebegranate. Weil du musst das Ganze ja filmen. Ja, aber ich habe ja an der Kamera eine Dings Taschenlampe dran. Ja, genau. Deswegen, aber ich brauche ja dann das Klebeding und das Konfetti. Ja. Gut, das heißt, wir suchen jetzt Schneckenmänner. Ja. Sind wir woanders? Oh, ich glaube schon. Ach, guck mal hier. Ja, an einer anderen Stelle. Hier ist da die Treppe, die wir hoch sind. Stimmt. Sollen wir mal in die Gebäude runtergehen? Ja. Es gibt auch noch andere Viecher als den Schneckenmann, ne? Musst du es beschreiben? Ja. Wir brauchen Klicks. Schmuckzug. Willst du filmen, wie ich hier runterspringe? Okay, Action! Geronimo! Ups! Bist du gerade auf mich gesprungen? Ich dachte, du fängst mich auf. Ja, natürlich. Hörst du das? Niemand sagt mir so lange das Mikrofon, dann hört man dich besser. Das gibt auch mehr Audio. Oh Gott. Ja? Ist das gut so? Ich kann das dem Schneckenmann hinhalten. Vielleicht gibt er ja ein Interview. Ich habe das Gefühl, der frisst uns, oder? Ich weiß nicht. Was? Ein Knochen. Warte. Ich habe einen Knochen gefunden. Ein Knochen, einen menschlichen Knochen. Oh mein Gott. Da hat was geklingelt. In deinem Kopf hat es geklingelt. Da hat sich was bewegt oder ist das da? Nee, da, doch, da dreht sich was. Da liegt was am Boden. Achtung! Oh mein Gott, ich habe eine Wirbelsäule gefunden. Eine menschliche, echte Wirbelsäule. Vielleicht haben wir Skelett zusammen. Ich muss das immer wieder fallen lassen. Menschlichen Knochen gefunden. Oh mein Gott! Ich glaube übrigens, dass du nur ganz unglücklich vorhin standest, weil der Roboter, in dem du drinnen gefangen warst, der hatte einen Bildschirm, aber ich kam nicht an den Bildschirm ran, weil er zur Wand war. Den konnte ich mir angucken. Da zählte, ich weiß nicht, erst war da was anderes. Da war gerade wieder ein Geräusch. Was ist das hier los? Oh, ja, was ist das? Eine Bombe? Hast du das aufgenommen? Eine Bombe! Komm weg hier! Renn, renn, renn! Ach du Heiliger, was ist denn hier los? Geht's dir gut? Oh mein Gott, bist du tot? Peri! Bitte, das kannst du doch nicht machen! Ah! Hä? Oh Gott, was war da? Gott, weg, 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 weg! Um Gottes Willen. Oh mein Gott!
getroffen. Oh mein Gott. Es ist... Ah. Warte. Hä? Ich wollte das nicht. Oh mein Gott, wie komme ich hin? Hä, warum schmeißt du das? Ich war mal schnitt. Ja gut, dann halt ohne Konfetti. Wie komme ich hier wieder raus? Wo kamen wir denn her? Oh mein Gott, Beri ist tot. Ich finde hier nicht mehr raus. Ach du Scheiße, ich finde hier wirklich nicht mehr raus. Oh no. Ja, kehre zurück. Ja, wie denn? Wo denn? Scheiße! Nein! Was ist hier los? Oh mein Gott, Hilfe! Ich komme nicht mehr raus! Ah! Hä? Ich lebe noch, aber irgendwie nicht. Wo bin ich denn hier? Jetzt hier auch noch. Alter. Bin ich jetzt endlich tot? Peri? You did not have what it takes to become famous. Your content was not engaging enough. You died of sadness. Oh. Then you realize it was only a bad dream. Ah! Es war nur ein böser Traum. Hi. Oh, herrlich. Noch 3 Tage. Das wäre so gut geworden. Ja. Ich habe gedacht, nein, nicht in die Falle, nicht in die Falle. Und worum bist du reingelaufen? Du bist von der Bombe an die Wand katapultiert und ich stand neben dir. Hast du nicht gesehen, was hinter dir war? Nein! Da war ein Vieh, das krabbelte auf allen Vieren und der ganze Körper bestand aus Explosives. Das habe ich. Das wird mir irgendwie nicht angezeigt. Ich hab das auf Kamera aufgenommen. Ah, ich habe alles von mir geworfen, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie noch wegkomme oder so. Ah. Nochmal. Ja. Wir gehen da nochmal hin. hallo Busch. Hä? Warte, wir warten nicht. Wolltest du mal raus? Ich glaube, ich nehme noch eine Taschenlampe lieber mit. Okay. Das ist... Ja, geh ruhig redend weg. Macht nichts. Du, wir haben gerade den Sound wie im echten Leben, ne? Wenn du weggehst und redest, dann höre ich dich irgendwann nicht mehr. Ich hab niemals bei dir gesprochen. Oh, herrlich. Ich frage mich. Ich frage mich, ob das irgendwann, wenn du jetzt wirklich halt nur immer mit Headset, so egal wo du dich befindest, derjenige hört dich, ob das auf die echte Welt dann abfärbt. Ob du dann halt noch schlimmer so bist und weggehst und redest, obwohl du gar kein Headset auf hast. Das wäre schon funny. Ja, für denjenigen, der dich verstehen will, nervig. Komm, wir machen mal einen Shot vor der alten Fabrik mit dir. Ja. Achtung, 3, 2, 1. Hallo, wir sind hier in der alten Welt vor der Fabrik und wir suchen jetzt den Schneckenmann oder jemand anders Gruseliges. Was war das? Ja. Was war das? Hä? Weiß ich nicht. Ich hätte kurz Kamera angemacht, aber da war nichts.
Warte mal. Sind das wirklich deine Schritte gewesen? Ja, okay. Das waren nicht meine Schritte. Willst du Kamera aus, für den Fall, dass jetzt hier wieder losgeht? Keine Knochen dieses Mal. Warum nicht ein, ist ein Licht in der Luft? Was? Hä? Ich bin mal ganz kurz auch einmal abgelichtet. Achtung, Achtung! Was ist? Oh Gott! Lauf, lauf und film! Ah! Oh mein Gott! Oh nein, Berry! Flauschi! Er hat mich! Und hier ist ein Schneckenkerl! Wo ist die Kamera? Ah! Kannst du sie. Bist du schon tot? Kannst du sie rauswerfen mit Kuh? Wo ist denn die Kamera? Hä? Jetzt hänge ich hier im Bildschirm fest, das soll jetzt nicht. Gib mir die Kamera! Lass mich! Geh weg! Ah! Lauf! Lauf! Oh mein Gott! Ach du heilige Kacke! Oh mein Gott! Peri ist tot! Lauf! Was ist denn das? Ist hier eine Tür? Ich finde den Weg nicht schon wieder raus hier. Ich finde den nicht wieder raus. Oh mein Gott, Flauschi hinter dir, Flauschi hinter dir. Ich kann nicht mehr rennen. Wo siehst du denn, was hinter mir ist? Ich sehe nicht, was hinter mir ist. Oh mein Gott. Hier ist doch nie im Leben der Weg nach draußen. Einfach mal null Orientierung. Nee, das sieht nicht wirklich aus. Renn doch mal! Nee, das sieht auch nicht richtig aus. Kam ich hierher? Ich dachte, du bist tot. Wie kannst du denn aus dem Jenseits hier sprechen? Ich will hier rauskommen. Oh mein Gott, ich habe den Ausgang vielleicht gefunden. Ach du heilige Kacke, wer ist das? Oh mein Gott, ach du, nein, nicht, nein, lass mich, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Willst du mich verscheißern? Wo schleppst du... Ah! Nein! Was ist denn da jetzt los? Ach, Manu! Ich war ab dem Weg gefunden! Randausrichtung, ja super! Geht's Bett? Ja, kacke. Sollen wir neu starten? Können wir neu starten? Wie geht das? Kann man irgendwie neu starten? Ich glaube nicht. Was ist das hier eigentlich? Ein Solarpanel. Okay. Ich sag sorry, ich war voll auf die falsche Taste gekommen, hatte mich entmutet. Ich dachte, nein, Flasche hinter dir, genau das Fiese, die ganze Zeit hinterher gerannt. Diese Ausdauerleiste, ne? Ja, die geht bei mir, glaube ich, gar nicht runter, aber irgendwann wird er halt langsamer. Doch, die geht runter. Mhm.
Nee, bei mir nicht. Ich sehe sie im Kompletten. Die ist leer bei dir. Siehst du, die muss voll sein. Und wenn du jetzt nochmal rein siehst, jetzt ach, da leer. Unten in der Mitte. Ich gucke mal nach links. Auch doof. Ja. Wir haben ja kein Geld für Equipment, also. Okay, also. Bleiben wir diesmal oberirdisch vielleicht? Vielleicht für den Anfang. Damit man schneller wieder flüchten kann. Oh, ich habe keine Taschenlampe mitgenommen, nix. Oh shit. Vielleicht finden wir sie ja wieder. Auf der Treppe. Das stimmt. Okay, kleines Intro. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Action! Action! Wir sind hier unten zum millionsten Male und wir suchen die Taschenlampe. Und mein Monitor hat gerade gesagt, er will sich in 5 Minuten ausschalten. No, warum? Weiß ich nicht, der registriert irgendwie nicht, dass er doch eigentlich läuft. Meinst du, die Taschenlampe liegt da jetzt? Müsste. Oh, hier ist irgendwas passiert, aber ich habe keine Alerts hier Dingens eingeblendet. Irgendwas ist passiert. Es könnte ein Follow gewesen sein. Ja. Falls ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen, vielen Dank. Und wir sind ganz, ganz top Filmer hier in dem Spiel. Und gehen überhaupt nie drauf. Ist das denn auch dieselbe Treppe? Weil eigentlich bin ich doch hier drauf gegangen. Also nicht drauf gegangen, das war alles nur Traum. Ich weiß nicht. Eri, nochmal, wenn du weggehst und redest, ja. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Guck mal, der Brustkorb. Und guck mal, was da noch nicht. Oh nein, das ist schon wieder von dem Roboter oder der Kopf. Nee, das ist ein Schädel. Hier, ich habe einen Schädel gefunden. Okay. Ich meine, ich hätte gerade etwas gesehen, aber. Die Neugier, weißt du? Ja. Hörst du das? Nein. Licht aus. Oh mein Gott, ich habe schon wieder einen Schädel gefunden. Wollten wir nicht oberirdisch bleiben? Ja, hab ich auch gerade schon gesagt. Wollen wir vielleicht einfach wieder zurückgehen? Okay. Uns kommen bestimmt doch sowieso Viecher entgegen. Ich weiß nicht, wo zurück ist. Bin ich richtig? Durch die Tür. Das ist schon wieder dieses komische. Ist das? Ja. Tritt sie ja einfach die Schädel weg. Da ist die Treppe. Da ist die Treppe. Wir sind wieder oben. Ich weiß nicht, warum du jetzt filmst. Ich dachte, es wäre so atmosphärisch, wenn ich dich filme, wenn du dich filmst. Hast du das auch gehört? Lauf! Bombe! Bombe! Es sind immer noch Bomben! Oh mein Gott! Hast du es drauf? Da kommt das Vieh! Oh mein Gott! Wo ist denn unsere Oh, da ist noch ein Vieh! Lauf! Bist du hinter mir? Ja! Lebst du noch? Haben wir noch Akku? Ich sehe nichts mehr. Wir haben überlebt! Ja.
Tür zu. Yeah! Woo! Yeah! Oh, close! Way too close. Way too close! Fernseh gucken! Spöktube! Action! Wir sind hier unten zum millionsten Male und wir suchen die Taschenlampe. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott! Ih, guck mal, ein Brustkorb! Das ist ein Schädel! Yay, oh mein Gott, ich hab schon wieder einen Schädel gefunden! Lauf, 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 lauf! Bombe! Bombe! Hast du es drauf? Hinter mir, bist du hinter mir? Ja! Pips, haben wir noch Akku? Ich sehe nichts mehr. Wir haben überlebt! Ey, 1100! Yay! Speichern! $171. Hey, hey! Das war für den ersten Tag gar nicht schlecht. Das war supi. Müssen wir die anderen beiden auch so machen? Dann aber. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, was dann passiert. Weil da habe ich nie geguckt. Ich bin gerade ins Bett gefallen bist. Eigentlich saß du dich, wurde von Bob gejagt. Und hat versucht, das zu filmen. Heute ist der letzte Tag. Hä? Oh, ja, richtig, der erste Tag. Wir haben ja den ersten verkackt. Ja. Scheiße. Dann müssen wir jetzt was Intelligentes kaufen. Und nochmal das Mikrofon, weil die haben sie sich über die Audioqualität gefreut. Was ist denn hier Training? Achso, Gesten. Nee. Jetzt ist Reporter-Mikrofon. Ja. Das Konfetti-Ding habe ich irgendwie nicht kapiert. Ne? Ich konnte das einmal benutzen und danach ging das irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist eine Umarmung. Heilt es? Ja, wahrscheinlich. Aber ich frage mich, ob wir überhaupt so weit kommen. Jetzt kann ich sehen, das Superhuhn 112 folgt mir jetzt. Superhuhn. Keine Superhuhn. Haben wir das Galgenmikro genommen, ja? Okay. Da haben wir noch 70. Leuchtgeschoss? Geschoss? Willst du dann? Ich weiß nicht. Komm. No risk, no fun hier. Letzter Tag, wir müssen jetzt hier ranpissen. Hallo? Hä? Wenn man den Benutzer dahin hältst. Ja. Okay. Sehr fun. Komm ich damit überhaupt rein? Ja. Kannst du auf den Knopf drücken? Ja. Wir bräuchten noch einen Mitspieler. Was ist denn das hier? Ist das das? Was war das gerade? Was passiert hier mit mir? Okay, ich mach das Mikrofon mal draußen.
mal zu dem Licht gehen? Okay, zum Licht. Ich hab das Mikrofon am Kopf gehauen. Tada. Zu welchem Licht gehen wir? Wie geht's zum Licht? Das hier? Ich weiß nicht, was mit diesem Leuchtgeschoss, ob ich das machen soll oder nicht. Oder ob das dann weg ist. Ist bestimmt weg dann. Du mit dem Richtmikrofon, ne? Ja, du hast das geholt. Ich erinnere mich dran, das nie wieder zu holen. Hm. Wenn du halt mehrere Leute hast, dann kann einer das Mikrofon halten dabei. Müssen wir jetzt nochmal runter? Ja. Bleib da auch mit dem Mikrofon hängen. Gehen wir nicht so durch die Tür? Die Tür. Okay. Durch die Tür und nach rechts. Wer ist das? Der Schneckenmann! Wir interviewen jetzt den Schneckenmann. Entschuldigen Sie, ich habe da mal eine Frage. Sind Sie nett? Nee, okay. Hier, nimm meine Leuchtfackel. Es ist rot. Ich kann es nicht mehr ausschalten. Oh mein Gott, er kommt auf mich zu. Oh, noch einer. Oh mein Gott. Lauf. Ah. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Ich weiß nicht. Wir haben überlebt. Woo. Wie viel Akku hast du noch? 77. Sollen wir da noch reingehen? Ich habe nur noch 20% von diesem Leuchtding. Das kannst du bestimmt werfen, damit es irgendwo dann erleuchtet bestimmt. Gehen wir aber nicht da runter, oder? Ich hätte es nicht sein lassen. Du bist wieder draußen. Oh, Dunkelheit. Da ist jemand. Hier, ein Schnecki. Hallo, Mr. Schnecki. Ist alles okay bei Ihnen? Hier, bitte auf Abstand bleiben. Bitte auf Abstand. Bitte. Hallo? Eine Armlänge Abstand. Was sagen Sie denn dazu? Oh, das ist ein bisschen unhöflich. Oh. Haben wir noch Akku? Was wollen wir tun? Gehen wir mal in die Richtung. Achso, das sind deine Schritte mit dem Mikro. Mhm. Rampe nach unten, wie so ein, für eine U-Bahn-Station. Yay. Wir müssen auch unser Sauerstoff im Auge behalten, ne? Ja. Ach, hast du mich jetzt erschreckt? Nee, ich bin schon mal runtergesprungen.
mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch? Ich will hier wieder weg, ich will weg. Lauf! Oh mein Gott, was ist das? Lauf, 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 da ist was ganz Lautes. Oh mein Gott! Was? Hat es dich? Oh no. Hä? Ich sehe dich aber. Warum bin ich hier so... Achso, ich hab gehockt. Peri? 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 Scheiße! Ah! Was denn? Was war das hier? Peri! Hallo! Scheiße! Ja. Oder kann ich mich damit vielleicht rausbewegen? Rausbacken? Oh, das sah doch gerade gar nicht mal so schlecht aus, oder? Geri? Peri? Hallo? Peri! Bist du auch tot? Ich will hier mich rausbacken! Irgendwann habe ich keine Luft mehr hier. Boah, bin ich doch. Was? Was war das? Was passiert denn hier? Kann ich nicht hier irgendwie mich umbringen irgendwie? Drück mal Knöpfchen. Vielleicht passiert irgendwas. Dann stürzt immer ein Spiel gerne ab, wenn ich sowas tue. Und meine Luft ist jetzt zu Ende. Und hast du eine schallende Kaffeetasse? Kann das? Ja. Sorry. Das Schlimme ist, ich war einen Meter vor der Tauchglocke. Oh no. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Und dann war mein Sauerstoff. Ich bin unten durch in die andere Richtung gelaufen. Oh nein. Ah. Ich hatte noch ganz. Ich habe gefunden, wie die Fallen aufgehen und alles. Aber Perilein. Ja. Ich glaube, ich würde jetzt mal beenden. Okay.